Ein einzelner Gefangener hatte das Schicksal von Hunderten geändert. Aber er zahlte dafür einen hohen Preis. Hatte den Schläfer besiegt, die Barriere zerstört. Doch während alle anderen Gefangenen entkamen, blieb er in den Trümmern zurück. Ich war es, der ihn gegen den Schläfer entsandte. Ich bin es, der ihn jetzt von dort zurückholt. Er ist schwach und er hat vieles vergessen. Aber er ist am Leben. Er ist zurück. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Gothic 2. Neues Projekt kann man nicht wirklich sagen. Es ist ein uraltes Spiel, wie ihr alle wisst. Aber ich habe es einfach nochmal wieder rausgekramt, installiert, habe es an Laufen bekommen. Bisschen mit Grafikpatch aufgepimpt. Aber sonst ist es noch das Originalspiel. Ich habe nichts an der Story verändert, soweit ich weiß, auf jeden Fall nicht. Ja, Gothic 2 kennen wir alle. Ich habe es auf jeden Fall früher unendlich viel gespielt. Auch zwischendurch immer mal wieder rausgeholt in den letzten 16 Jahren. Das Problem war damals nur, ich hatte das Add-on damals auch schon, aber ich habe es nicht an Laufen bekommen. Jetzt habe ich es hinbekommen. Ich habe es mir komplett neu gekauft, das Spiel, über Steam. Mit Add-on direkt und dann zum Laufen bekommen. Und deswegen kann ich sagen, dass ich zwar den größten Teil des Spiels kenne, aber alles, was mit dem Add-on zu tun hat, nicht. Und ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, mich darüber einfach null zu informieren. Und im Prinzip habe ich mal ein ganz neues Gothic-Teil. Zumindest ein Teil des Spiels. Weil es ist so viel, ich weiß, gibt es ein neues Gebiet, was dazu gekommen ist, was es in dem normalen Gothic 2 nicht gab. Und halt auch neue Charaktere, die dabei sind. Und, wie man an der am Intro sehen kann, auch ein Teil der Geschichte ändert sich dadurch. Weil das mit diesen Statuen aus Stein, die gab es damals nicht. Ich bin gespannt, ich freue mich total. Wir sind wieder da. Xala steht vor uns, zwinkert. Alter, auch die Grafik, wie der jetzt aussieht. Ich meine, es ist immer noch ein altes Spiel, davon mal ab. Aber Alter, hat sich das verändert zu damals, ey. Unfassbar. Los geht's. Los geht's. Jetzt gibt's nochmal eine große Laberrunde mit Xardas. Es wird eine ganze Zeit lang dauern, aber da kommen wir nicht raus. Wir müssen ja so ein bisschen wissen, worum es geht in dem Spiel. Für die, die es nicht kennen. Auf jeden Fall. Los geht's. Neue Bedrohung. Bedrohung. Nach dem Fall der Barriere und der Verbannung des Schläfers ist Viljas Zorn noch größer geworden. Ein mächtiges Artefakt wird wieder auf diese Welt zurückgeholt werden. Wenn der Gott der Finsternis seine Schergen auf die Suche schickt. Diese Suche hat längst begonnen. Belias Schergen entweihen die ältesten Heiligtümer der Götter. Die Wächter dieser heiligen Orte sind erwacht und ihr Zorn lässt die Erde erbeben.
alle mächtigen Magier auf dieser Insel spüren diesen Zorn. Und einige von ihnen sind mit Sicherheit schon dabei, der Bedrohung entgegenzutreten. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Alles klar, wir verbünden uns mit den Magios. Bin ich dafür zu haben. Der Schläfer ist besiegt. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war, kommt, und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht. Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich gescharrt. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was können wir tun? Ja, kommen wir. Was arbeiten wir jetzt einmal durch. Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Aha. Alles klar. Aufgabe erkannt, los geht's. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten. Doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten wir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht, du bist dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Naja, so weit muss es erstmal kommen. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Wer weiß, ob wir das je wieder werden. Alles klar, ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Alles klar, gib mir deine Klamotten. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keinem Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Eigentlich habe ich schon allen erzählt, dass du noch lebst. Im ersten Teil schon. Nein, erst bin ich dran. Nein, nein, nein. Ihr habt mich in die Kommode geschubst. Ja toll, jetzt stehst du da ganz blöd vor. Mann, ich wollte vorher lesen, was du da liest. Hä? Ich kann nicht mehr lesen. Es ist alles kaputt. Ich habe das Spiel jetzt schon kaputt gemacht. Ah. Tränke heilender Kraft und ihre Zutaten. Essenz der Heilung, 2 Heilpflanzen. Extrakt der Heilung, 2 Heilkräuter. Elixier der Heilung, 2 Heilwurzeln. Aha. Okay, in diesem Teil können wir nämlich, glaube ich, auch schon einen Alchemietisch benutzen. Hier steht tatsächlich so einer. Womit denn?
Womit denn? Wir brauchen die Zutaten noch. Wir stehen ja auch schon fertige Getränke rum. Dann nehmen wir einfach die. Ach, und einen Runentisch. Genau, hier kann man sich auch Runen selber machen. Alter, kann ich mich alle gar nicht mehr dran erinnern. Was ist das hier? Alte Steintafel? Ich glaube, die gab es damals auch noch nicht. Show me. Ach, wir haben ein vernünftiges Menü. Es ist alles in einem Menü. So, alte Steintafel, zeig her. Das kann ich nicht lesen. Das ist ein lustiges Taschenbuch, das sieht man doch. Erzähl mir was, Xalas, hey. Red mit mir. Hey! Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Die können wir bestimmt irgendeinem mal Kopf werfen. Im Prinzip können wir das alles beantworten. Also wo genau sind wir? Wir sind hier direkt vor der Stadt Corinis. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? In Corinis. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von ihm wissen? Das hat er uns im Prinzip schon gesagt. Die denken, er ist tot und ist auch besser so. Also er gehörte mal zu den... Er war mal einer der obersten Feuermagier, bla bla bla, hatte keinen Bock mehr auf die. Und ist jetzt ein Dämonenbeschwörer und das finden die alle kacke. Deswegen. Wie geht's jetzt weiter? Indem du einfach losläufst, das Auge Innos besorgst und alle Drachen tötest. Das alles sehen sich dieser Folge. Ja, dann wird hier aber etwas länger. So, schwerer Ast. Wie gute Gothic-Kenner das wissen, ist genau hier ein Knopf. Geht hier schön das Tor auf und schon kriegen wir unsere ersten Sachen. Einen Trank und eine Truhe. Darin befinden sich 20... Wie heißt es hier? Gold. Ich darf endlich Gold sagen. Muss nicht mehr Brocken sagen. Leichte Wunden heilen und Feuerball. Feuerball. Das sind wir wieder. So, hier haben wir soweit alles abgegrast. Jetzt gehen wir den Turm nochmal nach oben. Müssen wir pennen? Nö, uns geht's total gut. Wie ist denn der Sound so? Es sieht erstmal gut aus. Ich hoffe, meine Webcam macht diesmal mit, denn ich habe jetzt tatsächlich wieder meine Webcam dran. Ich hatte jetzt in den letzten, oder im letzten Projekt, ich weiß gar nicht, ich glaube bei Gothic habe ich schon angefangen, weil meine Webcam damals immer so geflackert hat. Das hatte aber anscheinend was mit der Einstellung oder mit dem Aufnahmeprogramm zu tun. Und deswegen hatte ich mir jetzt extra einen Camlink gekauft von Elgato. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Ist auf jeden Fall, dass man seine Digitalkamera, und ich habe eine ziemlich gute, ich habe eine fast 600 Euro teure Digitalkamera und die ist nicht annähernd so gut wie meine Webcam. Ist doch lächerlich. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich finde das Bild jetzt deutlich besser. Naja, vielleicht war es für euch von Vorteil. Wer mich sehen, nicht sehen will, für den war es ein Vorteil. So, wir haben hier einen Schlüssel gefunden, wir haben hier eine Truhe. Wir können uns auch gerne Bücher alle angucken. Ich werde sie nicht alle vorlesen. Gott, das war, glaube ich, Licht. Licht, schön. Dietriche sehen diesmal aus wie ein Schlüsselbund und einen Dolch, der tatsächlich schlechter ist als mein... als mein Holzknüppel. Ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil ich immer noch so diese Gothic-Steuerung in der Hand habe. Da musste man immer die Maustaste gleichzeitig und nach vorne drücken, damit er überhaupt irgendwas macht. Und das brauche ich jetzt nicht mehr. Es reicht tatsächlich ein einfacher Klick, wenn man nicht zu weit entfernt ist. Was haben wir da? Okay, Erfahrung gibt es auf jeden Fall. Jagd und Beute, das kennen wir alles. Das braucht uns echt keiner beibringen. Also wir sind ja nun mal alte Gothic-Hasen. Jagd und Beute, das war dasselbe Buch. Oder die Erweiterung, aber wie gesagt, was Jagen und Töten angeht. Tränke permanent, Elixier der Stärke, Drachenwurzel, Elixier des Lebens, Heilwurzel, Elixier des Geistes, Feuerwurzel. Aha. Ja. Es schadet ja nicht, da eben reinzugucken. Wir kriegen 25 Erfahrungspunkte dafür. Hafenstadt Corinis liegt auf einer Insel vor der Küste des Königreichs Mydana. Die Insel ist vor allem durch den Minental bekannt worden. Ein zweifelhafter Ruf, den viele Jahre erstreckte sich über eine magische Barriere über das gesamte Tal und alle Gefangenen des Reiches wurden dort hineingebracht. Ja, das kennen wir doch alles. Das ist nichts Neues. Steht da eigentlich auch drin, dass wir das wieder befriedigen? Der Weg des Kampfes, alles klar. Haust du links, haust du rechts und haust du um. Gut, Erfahrungspunkte hat es ja gebracht, deswegen macht es ja schon wohl Sinn. So, wir sind kurz... nicht darunter fallen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, damals standen die Fahnen da oben nicht. Glaube ich. Ich weiß es nicht hundertprozentig.
Aber ich glaube, das kommt auch durch das Add-on. Also wie gesagt, es kommen neue Gebiete dazu. Oder mindestens ein neues Gebiet, weiß ich. Belia-Statue. Oh, wir wollen gar nicht beten. Also wir können hier beten, um unser Leben zu verbessern, glaube ich. Machen wir jetzt nicht. Das ist alles noch viel zu früh. Obwohl bei Belia war es, glaube ich, so, dass man beten konnte, aber da Lebensenergie abgeben musste. Also man spendet im Prinzip Lebensenergie und hat immer irgendwas anderes bekommen. So war es, glaube ich, bei Belia. Weil es gibt ja auch die Statuen von Belia. Dann haben wir Innos. Genau, Statue von Innos und von, wie heißen die, von dem Wassermagier noch? Alter, diese Namen, ne? Finden wir alles noch raus. Ihr wisst es wahrscheinlich. Adanos. Bam. Ich wusste es. Okay, eine Fackel. Chain München. Heilung war es, glaube ich. Und nochmal. Nein, ich. Man klickt doch nicht immer zweimal. So, das hier war hier früher auch nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wie gesagt, ich bin schon mal bis kurz vor die Stadt gelaufen. Mir das Gebiet angeguckt. Geguckt, ob die Aufnahme vernünftig läuft. Ich bin mir ganz sicher, dass die früher hier nicht lagen. So, was ist das? Ein Gürtel? Alter, gibt's jetzt Gürtel? Drachenwurzel, Blauflieder und Weinbeeren. Ich will einen Gürtel umtun. Ein Gürtel umtun. Gürtel der Kraft. Stimmt. Es gibt hier auch Gürtel. Kann ich mich alle nicht mehr dran erinnern. Es ist ein bisschen was anderes als Gothic 1. Wir kommen da jetzt langsam wieder rein ins Spiel. Wie immer. Ich brauche immer 2, 3 Folgen. Da, eine Münze, ich sehe sie. Genau dazwischen. Alles mein Geld hier. Gold, ich darf Gold sagen, ey. Geil. Ja. Also, wer es auf jeden Fall noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Ich kann es euch hier oben mal verlinken. Da. Ich muss immer zeitverkehrt gucken. Da oben mal verlinken. Die Playlist von Gothic 1. Da könnt ihr sehen, ich habe alles gesagt zu Geld. Habe ich Euro oder Dollar, Münzen, Gold. Ich habe nur nie Erzbrocken gesagt. Und das war die Währung in dem Spiel. Ich glaube, 1, 2 Mal habe ich es tatsächlich hinbekommen. Aber den Rest des Spiels habe ich immer irgendwas anderes dazu gesagt. Und hier kann ich einfach Gold sagen. Ich werde wahrscheinlich trotzdem Euro und Dollar sagen. Aber es ist nun mal Gold. Schön Wacholder und ein Dolch. So, da haben wir schon den ersten Feind. Ich höre dich doch. Zack, zack. Nein, nicht um mich drum herum rennen. So, wir sind wieder da. Der hatte einen Fisch. Der hat jetzt Inventar, das ist das einzig Wichtige. Ich kann euch hören. Ich weiß, hier sind noch mehr. Pfeil. Ich sehe nichts. Wir wollen auch was sehen. Zeig mir doch mal was. Wo keine Blätter im Weg sind. So, Spruchrolle. Kurzbogen, Pfeil. Da ist noch ein Trank. Ich sehe es genau. Ich will ihn haben. Noch ein Pfeil. Sehr gut. Noch einer. Alter, hier ist alles voller Pfeile. Okay. Die erste Folge besteht ausschließlich darum, Pfeile aufzuheben. Ich denke, die erste Folge wird noch ein bisschen länger laufen mit den ganzen Intro-Videos und dem Gelaber mit Zardas. Wird das keine 30-Minuten-Folge werden. Was war das? Eine Heilwurzel. Geil. So, Bogen ausrüsten. 7 Pfeile haben wir. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen haushalten. Hier ist doch noch eine. Also ich weiß, hier unten kommt man rein. Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist, sich da durchzukämpfen. Dich kriegen wir platt. Du bist nur einer. Obwohl, ich sag das so laut, ich habe wieder nicht gespeichert, ne? Wieder die erste Regel vom Gothic-Spiel nicht eingehalten. Und noch ein Fisch. Geil. Und wie immer, Jägern und Sammlern. Okay, das scheint mehr als einer zu sein. Schaffe ich auch mehr? Schaffe ich auch 3? Kommt mal einzeln, wäre super. Ja, das ist schon mal gut. Euch 3 kriege ich nie platt. Niemals. Einer nach dem anderen, das vielleicht. Da habe ich schon den ersten Piep gekriegt. Okay. Ja.
Ja, komm an hier. Komm, ich sammle schon mal hier die Sachen von deinem Kumpel auf. Nichts zu holen. Der hatte zwei Knüppel. Eine, der hatte auch zwei Knüppel. Ist das hier auch mit... Kann ich schnell speichern einstellen? Das habe ich natürlich jetzt vorher nicht gemacht. Steuerung. Spielstatus. Wieso kann ich denn nicht Alternative einstellen? Nein, ich will das jetzt nicht ändern. Schnell speichern gibt es nicht. Ist auch sonst F1. Ich auch hin. Wir speichern jetzt so ganz normal. Und Anfang nächster Folge mache ich das dann mit schnell speichern. Das ging ja sogar bei Gothic 1, warum soll es dann hier nicht gehen? So. Alles klar, den haben wir auch. Kriegen wir noch was Schönes? Oh, hier raschelt irgendwas. Hier ist noch irgendein Tier. Oh, geil, Münzen. Münzen brauchen wir. Wir haben vorher schon Fleisch braten. Wir haben gar kein Fleisch. Was soll, woher sollen wir es haben? Wir haben nur nicht ein Tier getötet. Ein Apfel. Und ein Trank und ein Dolch. Ja, davon haben wir schon ein paar mehr. Das ist bisher gut gelaufen. Kann man da pennen? Nein, konnte man nicht. Dann müssen wir uns einmal heilen. So, Menü. Was haben wir denn hier? Tolle Sachen. Fisch. Lebensenergie Bonus 5. Ja, guck mal, wir können es erstmal noch mit Fische gütlich tun. Raum, raum, raum. Essensgeräusche. Geil. Gab es auch in Gothic 1 nicht, meine ich. So, wen haben wir da? Wer ist denn da noch? Schön Schattenläufer. Eben zu Beginn. Hä? Hier ist niemand. Wer raschelt hier? Junger Feldräuber. Krieg ich den mit dem Bogen? Wow. Alter. Nein. Gut, der hätte uns fast noch kalt gemacht. Alter, haben wir dem abgezogen mit dem Bogen? Da kann ich mich ja überhaupt nicht drüber erinnern. Haben wir unsere Bogen-Skills noch? Aus Gothic 1? Obwohl das so das Schlechteste war, was wir hatten. Aha, der hat hier schon ein paar Menschen gegessen. Das macht dann nicht mehr. Nun nimm ihn doch. Butterfleisch. Trank. Trank. Spruchrolle. Hätten wir natürlich auch machen können, ne? Direkt wieder einen auf Magier. Einmal schön Fireball an der Birne. So, hier wollte ich hin. Kleines Easter Egg zu Beginn des Spiels. Also die ersten 20 Mal Gothic spielen habe ich das hier nicht gefunden. Kann ich mich genau dran erinnern. Ich weiß gar nicht, den späteren Spielverlauf muss man hier, glaube ich, hin, aber zu Beginn ist es eigentlich noch nicht vonnöten. Okay, hier ist ein Wolf. War es ein Wolf? Klingt eher wie ein dicker Bär. Lester. Zu dem wollte ich. Junger Wolf, okay. Okay. Das war dem völlig egal. Nee, mach mal auf da. Was haben wir denn gerade gekriegt? Hier, Budloff. Dunkelpilz. Das war gut. Alles klar, wir sind wieder voll. Wir speichern einmal. Das wäre jetzt doof, wenn wir jetzt sterben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon einen Wolf umnocken können. Wir können den ja quasi mal Richtung Lester ziehen. Da hinten ist noch einer. Ich habe es genau gesehen. Komm an hier. Lester! Wo bist du? Kommst du? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ah, alles klar. Du kümmerst dich drum, ja? Ich beobachte das und beaufsichtige. Wo willst du nur ganz hin? Er rennt erstmal der Ratte hinterher. Alter, hier sind Wölfe. Uah. Er ist hinter mir her. Lester! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Warte mal. Bist du es? Ja. Tatsächlich. Ja, ich freue mich auch. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Ja, bin ich. Lester. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Draußen vom Ball. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Ach, die waren auch mit Meister ganz schön irre. Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen.
aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Das geht schlecht, wenn man die Beine in der Hand hat. Ah ja, so. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Wart's ab. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Ja. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal, eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge, er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten, es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Ja, mittendrin, was soll ich machen? Würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na volle schön. Kanne mittendrin. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Ja, alles klar. Hast Warte du irgendwas? Mal. Oh, nix. Okay, wir müssen also Pflanzen sammeln, um in die Stadt zu kommen. Das ist schon mal die erste Möglichkeit. Es gibt mehrere Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen und wir werden sie alle machen. Alle. Es gehört zum Spiel. So, jetzt auf. Kleine Blutfliege. Noch junge Riesenratte. Lester. Okay. Es war, ich wollte sagen, es war noch ein Wolf da. 100 pro. Lester. Da ist wieder... Ein Mistvieh. Pass auf. Nochmal. Und ich verpass dir eine. Entschuldigung. Ich mag dich doch. Es war nur ein Versehen. Uiuiui. Bitte keine verpassen. Ich bin doch so nett. Uah! Nesta! Jetzt schaffen wir. Mann, ich will nicht meine ganzen Pfeile verschießen. Alter. Wir haben nicht gespeichert. Ja, wir treffen ihn einfach. Lester, Lester. Nein, nein, nein. Wir wollen jetzt nicht sterben. Lester. Guck doch mal. Ein wilder, verrückter Wolf. Ein Mistvieh weniger. Oh, geht doch. Du hast auch nicht wochenlang unter Steinen gelegen. Wieso kann ich den nicht looten? Fleisch sollte er doch haben. Klar, wir müssen uns heilen. Komm, wir nehmen Heiltrank. Da haben wir nur wirklich noch vor. Nie im Leben genug. Aber wir haben welche. Und Speicher. Das Wichtigste. Nicht vergessen. Hallo. Ich sehe noch jemand. Oh, noch ein Wolf. Nein, wir gehen einfach zu Lester. Nein. Ja, nein, hör auf mich zu beißen. Ich bin eigentlich ein Lieben. Ich bin tierlieb. Ich bin für Schütze die Wölfe. Der da hinten nicht. Beiß den. Ein Mistvieh weniger. Ja, ehrlich. Dank dir mal, Freund. Hast du gut hingekriegt. Ich hätte es auch geschafft, aber ich wollte dir auch mal die Chance geben, zu beweisen, dass du noch der Alte bist. Ja, wir haben die beste Waffe. Wir sind noch am Anfang des Spiels. Da sind auch junge Wölfe noch krass. Und ich glaube, so schlimm sind die. Alter, noch einer? Wir machen den jetzt selber fertig.
Ich treffe nur nicht. Guck doch mal. Komm her. So. Ich wollte eigentlich nicht durchgehend Heiltränke nehmen für die Tiere hier. Hä? Ich kann es nicht nehmen. Hab ich's jetzt? Ja, schade. Na, egal. Ich habe auch gedacht, wir finden hier schon die Pflanzen. Was heißt das? Was grunzt du hier so komisch rum? Junge Riesenratte. Entschuldigung. Dich mach ich fertig. Alter, wir haben sie sogar getroffen. Auch wenn der Pfeil sowas von daneben ging. Das habe ich mit dem bloßen Auge gesehen. Die hat auch kein Fleisch. Was ist denn los mit denen da als Vegetarier? Oh oh, wir haben keinen Pfeil mehr. Wir machen dich so fertig. Im Lauf. Zack. Den kriegst du auch noch. Und den hier. Und den. Und den. Und den. Boah. Wir kriegen hier schon was klein. Wie gesagt, ich habe jetzt vermutet, dass ich hier ein paar... Was ist das? Eine Höhle? Ratte. Okay. Alter, was ist denn los? Ich habe voll das Katzen im Hals. Mehr als eine. Mehr als eine. Bekämpft ihr euch gerade gegenseitig? Könnt ihr da einfach hängen bleiben? Und ich mache euch so nach und nach weg? Ja. Das wäre gut. Okay, wir haben Level up. Wir sind noch nicht mal angefangen mit dem Spiel. Ja. Die hat auch Fleisch dabei. Das ist keine Vegetarierratte. So, wir hätten noch einen Heiltrank. Ich will jetzt die Pflanze nicht aufgebrauchen, weil wir die ja vielleicht brauchen, um reingelassen zu werden. In die Stadt. Ein Lederbeutel. Geil. Schöner Beutel voll mit Leder. Was war das? Heilkraut? Dunkelpilz? Nehme ich. Und jetzt noch einen schönen kleinen Schattenläufer. Nö, noch eine Ratte. Mann, ich musste husten. Was stimmt denn nicht mit dir? Heilpflanze, Heilpflanze, irgendein Schwert, Heilpflanze, Heilwurzel, Heilpflanze und noch eine Heilwurzel. Lothar 721 bis 762. Liegt der hier oder was? Ist das der Lothar? Oder der hier? Ist das irgendwie wichtig zu wissen? Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Ja, hier liegt der Lothar. Falls ihn einer vermisst. Da liegt er. Alles klar. So. Und lässt einmal Quatsch. Wir haben jetzt einige Pflanzen. Haben wir von irgendeiner Sorte schon 10? 8. Gut. Auf dem Weg bis zur Stadt finden wir bestimmt noch was. Nochmal hier nochmal rum. Wir sollten vielleicht wieder speichern. Das dürfen wir nicht vergessen. So, wir sind bei 34 Minuten, okay, mit Intro und bla bla bla. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal wieder oben zu dem See. Also zu Zardas Turm quasi, genau da, wo wir losgelaufen sind. Entschuldigung. Und hoffe mal, dass wir hier jetzt nichts verpasst haben. Uns fehlt nachher eine Pflanze, dass wir deswegen nicht reinkommen. Also es gibt genug Möglichkeiten. Wir kommen einmal jetzt mit den Pflanzen rein. Dann haben wir nochmal die Möglichkeit mit... einen Passierschein, den wir besorgen können. Und wir können auf einem Bauernhof eine Kleidung kaufen. Also die drei Möglichkeiten wüsste ich jetzt so auf Anhieb. Aha, hier ist auch noch wieder was versteckt. Spruchwolle, Tränke. Sehr schön. Auch die Gegenstände, die auf dem Boden liegen, die sahen früher nicht so aus. Dass die Spruchrollen so flackern oder die Tränke so ein komisches, was auch Gebimsel da drum haben. Das gab es früher nicht, 100% nicht. Das hat sich schon verbessert. Auch die Vegetation generell. Ich meine, klar, die Bäume bestehen immer noch aus 4 Teile davon mal ab, aber es sieht einfach schon viel besser aus als früher. Da haben die sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Das muss man ja sagen. Hä, wieso bist du wieder da? Nö, ich gehe dann. Nein, will ich jetzt nicht. Ist gut, ich komme später wieder. Versprochen. Nein. Aber sie wird es nie erfahren. War bestimmt eine Sie. Gehe ich jetzt einfach von aus. Auch das Wasser. Guckt euch mal die Wasseroberfläche an.
Nein, das ist überhaupt kein Vergleich mehr. Also ich habe, wie gesagt, auch einen Grafikpatch mit drauf gemacht, was das besser machen soll. Und das ist auf jeden Fall gut. Ich meine, klar, der Wasserfall nicht, aber die Wasseroberfläche war im Gegensatz zu früher. Guck mal, sieht echt aus wie echtes Wasser. Krass. Schon nicht schlecht. Hallo, du bist sowas von scharf. Das glaubst du nicht. Kann ich da hoch? Geil, da. Schön, da unten waren wir. Da kommt schon der nächste Wolf. Du kommst hier innen hin. Hau ab. Geh weg. Ich habe gerade deine ganze Familie ausgerottet. Und trotzdem kommst du nicht an mich ran, weil du so kurze Beine hast. Aber töte jetzt nicht das Schaf. Vielleicht brauchen wir das noch. Oh, er kommt hier doch hoch. Er kommt hier doch hoch. Wir haben ihn völlig unterschätzt. Ich hätte vielleicht das über seine Familie nicht sagen sollen. Ich mach dich alle. Ich mach dich alle. Boah. Ich hab dich gewarnt. Schaf. Bist du noch da? Er ist weg. Er ist nicht zu dem Feldläufer. Nein. Ach, irgendwo wird schon rumrennen. Ich hab's nicht getötet. Ich hab versucht, dich zu beschützen. Ich verspreche es dir. So, wir wollten da oben auf den Stein und wollten die Folge beenden. So, das war die erste Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Nächste Folge geht's weiter. Oh, guck mal, es wird dunkel. Oh, guck mal hier. Mond oder Sonnenfinsternis, könnt ihr das überhaupt sehen? Jo. Witzig. Regnet tut's auch noch? Ah, oh, jetzt regnet's auch noch. Ja, super. Perfekter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Ja, wir haben so ein bisschen erlebt, wie wir reinkommen ins Spiel. Ein paar Informationen bekommen von Lester und genauso von Xardas. Wir wissen, was wir zu tun haben. Das ist aber auch die Gesamtspielaufgabe. Wir werden noch ganz, ganz viele Sachen zu tun haben im Spiel. Aber das wisst ihr alles selber. Wahrscheinlich mehr als ich. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.